Letzte Tage wurde ich gefragt, sag mal, Kirsten, was ist eigentlich der Grund, warum einige Menschen erfolgreich sind und andere eben nicht? Jo, da kann man jetzt viele Erklärungsversuche rannehmen und auch überlegen, womit hat das was zu tun? Hat das was mit der persönlichen Entwicklung zu tun? Hat das was mit dem Mindset zu tun oder mit was auch immer? Fakt ist, dass bei den meisten der Unterschied darin liegt, dass die einen machen und die anderen einfach nur träumen. Die einen gehen in die Umsetzung und die anderen bleiben irgendwo in der Projektplanung stecken oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Das ist für mich ein elementarer Unterschied. Es kommen natürlich noch verschiedene Faktoren mit dazu. Machen wir uns nichts vor. Glück ist zum Beispiel auch ein Faktor, der mit dazu spielt, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Aber wenn jemand fleißig ist, wenn jemand umsetzt, wenn jemand reflektiert ist, wenn er seine Hausaufgaben gemacht hat und vor allen Dingen immer wieder aufsteht und immer wieder weitermacht und in diesem Weitermachen auch sich weiterentwickelt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich Erfolg einstellt. Ich höre das ganz oft, dass dann gesagt wird, ja, aber Kirsten, ich mach das doch schon über Monate, über Jahre. Und dann gucke ich mir an, wo hat die Person angefangen und wo steht sie heute? Und meistens ist in diesem Zwischenraum keinerlei Entwicklung zu sehen, außer der frustrierte Versuch, immer wieder die gleichen Ergebnisse oder immer wieder die gleichen Dinge zu machen und darauf zu hoffen, dass andere Ergebnisse entstehen. Das funktioniert nicht. Ja? Ja, wir müssen bestimmte Routinen erlernen. Ich habe das letzte Tag noch zu jemandem gesagt, als ich ein junges Mädchen war, habe ich Basketball gespielt. Ja, ich habe Basketball gespielt und ich bin kein 1,80 Meter groß, aber ich habe es geliebt. So, und ich weiß, in jeder Trainingseinheit waren immer 15 Minuten Korbleger mit dabei, 15 Minuten Freiwürfe üben, 15 Minuten Drei-Punkte-Würfe üben. Das heißt, ich habe stupide immer wieder die gleichen Abläufe gemacht und am Anfang habe ich nicht getroffen, aber hinterher habe ich getroffen. Aber auch hier habe ich minimale Veränderungen vorgenommen, habe meine Hand anders gehalten, habe einen anderen Standfuß gehabt, habe meine Spannung anders im Körper gehabt. Und ähnlich ist es auch beim Thema Online-Business. Wenn du dich nicht weiterentwickelst und immer wieder den gleichen Driss machst und darauf hoffst, dass irgendwo mal was anderes rauskommt, sorry, aber das kann so nicht funktionieren. Deswegen komm bitte in die Umsetzung und komm bitte in deine Eigenreflexion und in deine Eigenverantwortung. Denn wenn du dich weiterentwickelst, entwickelt sich alles um dich herum auch weiter. Ist anstrengend, macht auch nicht immer Spaß, ja, aber das Ergebnis belohnt dich dafür.